Was macht einen Christen aus? Dass er naiv ist, spießig, verklemmt oder offen, ehrlich und zugewandt? Beim Christsein geht es um eine Haltung. Wir wollen wie Christus leben, der Welt dienen, lieben, so wie er es getan hat. Jesus Christus war offen für Menschen in Not, hat die Bedürfnisse der Schwachen gesehen und sich um die gekümmert, die draußen stehen. Er war tief verbunden mit Gott, hat ihn Vater genannt. Auch wir sind unschätzbar wertvoll als Kinder Gottes. Das ist unverrückbar gesetzt. Wenn wir wissen, wer wir sind, müssen wir nicht mehr um unser Standing kämpfen. Können ganz befreit sein. Können geben, ohne zu verlieren. So spürt man unseren Glauben daran, wie wir unter Kollegen leben. Oder an der Uni, beim Sport, im Freundeskreis. Nicht nur sonntags, sondern gerade im Alltag. Man darf mit Menschen diskutieren, Zeuge sein, Glaubenserfahrung teilen, aber auch mal andere Meinungen in Liebe stehen lassen, demütig sein. Das merken dann auch andere. Wo hast du schon mal jemanden bewusst im Alltag als Christen wahrgenommen?